Hi. Da, 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 da. Okay. Da, hi. Da, 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 ich wollte eigentlich Hi sagen. Oh, hallo. Guck mal. Freund. Ein Zertrümmerer. Lassen Sie mich mal dadurch. Danke. Ja. Fuck, den kann ich so brauchen. Broken. Wo kommst du jetzt her? Hä? Wo kommt der jetzt her? Der ist gerade rausgegangen. Der teleportiert sich? Und teleportieren, ich bin einfach weggelaufen. Mach mal kaputten da. Los! Schwarzes Loch! Zerstört alle Mods auf dem Spielfeld! Du einspielst nicht deine eigenen. Wolltest du einfach mal scannen? Kann der bitte verschwinden? Danke. Es ist noch einer rausgegangen. ich hasse diesen Raum. Genau deswegen. Wie schön, dass du ihn machst. Du musst dunkeln. Dann muss ich nicht. Ich glaube, er ist so im Spam-Modus gerade gewesen. Und dann fällt er einfach um. Das ist dieser Moment, wenn einfach dein Bein einschläft. Einschlaft? Ja. Nicht einschläft? Ich habe einschläft gesagt. So, was kann ich denn jetzt alles holen gerade? Da kommen wir noch nicht hin. Ui! Tschu! Tschu tschu! Tschu tschu tschu! Tschu tschu tschu! Tschu tschu tschu! Genau, ich muss wieder zum Spider-Ball-Wächter. Warum? Weil da eine Power-Room-Tür ist. Ah, okay. Ach, stimmt. Ja, da wo die Spider-Ball lag. Genau. Genau, und dort hinten ist das Spider-Ball-Wächter. Die Sau. Warum die Sau? Die Sau. Hast du die so wenig gemacht? Ne? Haben wir den nicht? Haben wir den schon? Hm? Haben wir den schon? Ja, ja. Ui. Der Spider-Ball-Wächter war doch lustig. Warum magst du ihn so wenig? Wir haben. Ja. Ich kann uns nochmal einen Powerbomben-Generator holen. Generator? Hm. Powerbomben-Generator? Ja. Juhu. Hey, jetzt darf ich mal das Rätsel machen. Powerbomben-Generator? Ja. Ich sag dazu Generator, weil es ist generiert. Ja, aber warum? Der Generator generiert. So. Der generierende Generator. Lassen Sie mich rein. Ich kann übrigens noch nicht den Container holen. Warum so schief? Weil es einen Sinn hat. Spider-Maschine. Objektscan abgeschlossen ist, handelt sich um den Dynamo-Kern. So. Ui. So. Ui. Ui. Ach, Samus. Machst du alles kaputt?
dunkler Terrain. Hier ist gerne genommen. Dunkles Haus. Was? Was macht Samus? Saug, saug, saug. Halt sie doch mal auf. Hier, ich halte sie auf. War auch geil. Hab sie auch direkt aus der Dimension gekickt. Mit voll Arsch. Hallo, SAX. Nein, das ist kein SAX. Ja, das SAX ist gefährlicher. Dunkler Samus 2. Brillanten Ursprungs. Es kann sich morphen. Mhm. Und duschen. Hat sie sich gerade in den Sinkerfüll ins geschossen? Ja. Samus sollte niemals im Leben so schlachten. Du hast gerade hingezielt. Was? Sie ist weggesprungen. Deswegen konnte ich sie nicht angesehen. Die hat mehr Kontrolle als wir über den. Also den Speedball. Ja. Was war's gerade vom Schuss? Der Hyper-Spray. Das sah eher nach Sprayer aus. Ja, sie kann es jetzt übrigens nervig machen. Kann sie uns ja machen? Ja. Meine Güte. Was? So. Hat's getroffen? Du hast mir das weniger Leben. Das scheint der Mist jetzt. Ja. Die alles so schön defensiv umgehen. Ja, kannst du es immer angesehen? Gott, wie viel die wiegen muss, wenn es beim Aufpassen bewegt. Noch blind! Warum eine super Person noch? Okay. In die Scheiße! Das war der Endboss. Metro Prime Echo ist vorbei. Ja, und wir vergammeln hier auf dem Planeten, weil wir den letzten, das letzte Licht noch nicht zurückgebracht haben. Das ist ein schöner Strahl. Das war's in der Welt aus. Ja, eher pass mal wie. Ich habe sie umgebracht. Als ob Samus das stören würde. Nicht darin der Welten. Naja, sie ist aber immer noch sozial. Warum? Weil sie Planeten dort retten will? Ja. Wird das eigentlich auch so wie in den anderen Menschen-Spielen, dass Big Man explodiert? Hm? Wird Planet der Man explodieren? Nicht dieser, nicht dieser Planet. Das ist so ein Peter. Mhm. Das muss echt zerstören der Welten. Und der Dimensionen. Überlegen, aber sie zerstört die Piratenbasis auf Cebes. Cebes im ersten Teil.
Sie zerstört SAS? Nee. S-A-X. Danke. S-A-R. S-A-R-Zahlenkombi. In Metroid 2. Sie zerstört? Nein, sie zerstört den Planeten nicht. In Metroid 2. Stimmt. Sie zerstört bloß alle Metroids. Ja, stimmt. Sie. Ah, vielleicht muss man in Metroid und Super Metroids. Super Metroids war man auf welchem Planeten? Cebes. Da war doch meistens als zerstört. Nein. Ah, nur die Piratenstation. Nur die Piratenbasis. Ja, genau, und Cebes zerstört den ganzen Planeten. Oder? Ja, doch. Cebes wird im Super Metroid zerstört. Ja, ich hab gesagt, Cebes zerstört den ganzen Planeten. Ganz erzählen, was zerstören wir. Zerstören wir eine gesamte Raumstation. In Order N zerstören wir eine gesamte Raumstation. In Prime 1 zerstören wir gar nichts, oder? Eine ganze Raumstation. In Echos zerstören wir die ganze Dimension. In Corruption zerstören wir, keine Ahnung, da sind wir so viel. Auch eine Dimension, oder? Corruption zerstörst du einen ganzen Planeten. Okay, wir verzogen. Planeten. So. Schön, dass du gerade gesehen hast, dass du ein Eckhäuser gesammelt hast. Was? Das ist ein Eckhäuser, oder? Ja. Schön, dass du gerade gesehen hast, dass du gesammelt hast. ja, das war's. Das war ein Metroid-Spieler. Ich sammle den einfach mal so ein. Prime Hunter? Das habe ich nie gespielt. Metroid Prime Hunter. Da zerstörst du eine ganze Raumstation. Also bei Metroid Prime Hunters, da musst du nach jedem Mal, da wo du ein fucking Schlüssel-Item einsammelst, schnell von diesem Planeten runter. Geh weg. Ja, auf Zeit. Ich glaube, die hießen Okoliten. Jedes Mal, wenn du einen Okoliten eingesammelt hast, musst du von diesem Planeten runter. Jetzt hol ich den Powerbomben. Container. Generator. Was brauche ich denn? Da schießt du eigentlich gerade. Ah ne, das kann ich noch gar nicht holen. Quatsch. Da schießt du eigentlich gerade. Ein Powerbomben. Ja, Samus hat sich mal runter. Zerstören. Huch. Ich meine, sie vernichtet Mother Brain. Sie vernichtet Ridley mehrfach. Okay, ich hab's verstanden. Ich darf nicht springen. Sie tut ganze Rassen vernichten. So, wo will ich jetzt hin? Ah, mit dem bösen, den fiesen Wissenschaftlern oder Messi im Leben. Der aus dem Tutorial. Ah. Der mit seiner Brille, der ganz böse. Ich hab ihn gehasst. Ich auch. Dafür, dass sie so fies auch noch gelacht hat. Deswegen hoffe ich ja, dass es noch Out M2 kommt und denen die Visage polieren kann. Eigentlich. Und nicht. Ich glaube ja auch, dass. Darüber reden wir noch dann. Geh weg. Wobei wir jetzt. Weil ich glaube irgendwie, dass Adam vielleicht irgendwie überleben hätte können. Dass wir die ganze Szene kommen. Naja, Adam hat in dem Sinne überlebt. In Metroid Fusion. Ja, toll. Die KI Adam. Aber die hätte Samus bloß so genannt, weil der sich an Adam mal verändert hat. Ja, aber das war auch Adam. Das ist fies. Ja, ich hätte halt. Gut, tatsächlich. Ich frage mich immer noch, überhaupt, wo das Metroid 5 bleibt. Warum Metroid 5? Ich hab noch nicht mal 4, also. Doch, 4, scheiße, Metroid 4. Achso, na gut, ich bin gerade für Metroid Prime. Das geht ja. Die gesamten Prime-Spiele spielen ja zwischen Metroid 1 und 2. Ich wollte gerade sagen, die Order im Spiele. Da gibt es ja nur ein, zwei.
ADM ist ein V-Fusion. Ja, das ist ja 3.5. Ich wollte gerade sagen, die ADM-Spiele. Mehrzahl. Hui! Ja, du plötzlich. Das ist aber echt schade, dass Team Ninja bloß ein einziges Teil gemacht wird. Team Ninja hat welches Teil gemacht? ADM. ADM, Team Ninja ist ja eigentlich Ninja Gaiden Entwicklerstudio. Aber die haben auch ADM gemacht. Aber ich weiß nicht, warum die da nichts weitergemacht haben, weil ADM hat so ein geiles Spielprinzip. Ja. Ich war gerade in der Tür. Eigentlich dann kein Problem. Ach, der ADM war auch nicht das beliebteste Metroid, oder? ADM war geil. Bloß ein Kritikpunkt. Samus ist dazu lieb. Und hat halt alles ausgeschaltet. Samus bekommt eigentlich mal einen Charakter. Man kann ja nicht wirklich sagen zu lieb, weil Samus davor nie einen Charakter hatte. Außer so ein bisschen im Fusion. Aber im Fusion wurde ja auch schon angeteased, dass Samus so ein gutherziger Mensch ist eigentlich. Und nicht wie sie dann dargestellt wird als so. Ja, Zerstörerin von allem und jedem. Das Zerstörerin von Welten. Ja. Aber mit Fusion wurde so ein bisschen angeteased, dass sie ein gut weiches Herz hat und in ADM halt dann total nicht in den Griff wurde. Was sagst du dort? Behältnisse der Engel. Biologie Behältnisse. Ich. Ein Schlüssel. Interessant. Schlüssel zum Himmelstempel. Ich meine, Schlüssel von 9. 9? Mhm. Nein. Doch. Das ist einer von den Endschlüsseln. Die können wir uns jetzt alle holen. Ich meine, gut, in Corruption. Nicht alle. Hat Samus auch so ein bisschen was mit dem Charakter bekommen? Dadurch, dass sie mit den anderen Jägern zusammen sich zusammentut. Aber sie hat nicht geredet. Mit was? Mit den anderen Jägern so gesehen. Gut, sie hat El vernichtet. Ja, aber weil sie von Fasonen korruptiert waren. Ja. Leider. Es hätte mich gefreut, wenn man sie alle retten hätte können. Also, dass es eine. Zwei Wege gibt? Ja. In dem Sinne drei. Alle retten, alle nicht retten. Teilweise retten, teilweise nicht retten. Es waren ja. Was war? Als Dreijäger? Ja. Ich kenne nur noch zwei Namen. Gore und Gun Raider. Hm. Ich weiß bloß noch, dass einer von den Ketten zut war. Das war Gore. Ja, und eine hat glaube ich so ein Düsenjet, ähnliches Ding. Oder? Das war Gun Raider. Dass ich gerade genau die zwei im Kopf habe. Also von Gun Raider bekommst du den Grappling, den Elektro-Lasso. Ja, stimmt, man kannst auch noch aufladen. Fuck. Oh nein, fuck. Mir fällt gerade wieder ein Rätsel ein. Wo du. Was da runter? Wie Rätsel mit der Währungssteuerung. Ja. Oh Gott, das habe ich so genervt. Komm ich da runter? Das musst du wissen. Ich weiß es nicht. Nee, aber ich in Corruptions. Samus hat nie eine Regierung gezeigt, wenn man einen von ihnen vernichtet oder so. Doch. Echt? Weil. Also speziell bei Gun Raider. Ja. Hat sie versucht. Ja, okay. Das heißt, Samus ist eigentlich gutherzig. So hat bloß nicht so übergebracht. Ja. Weil sie halt auf dem Kopf gelegt ist. Ja. Oh, ich freue mich aber schon auf Ort, der mir wirklich begegnet. Mhm. Jetzt ist die Frage, ob ihr aus demselben Grund meinen. Das wird eher nervig. Ja, aber das war halt.
die Szene war richtig emotional. Das hat mich jetzt gerade etwas verwirrt. Oh, hallo, da bist du. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.